Ferini. Ja, hält sich hier auch noch mal auf der Seite. Julia Görges mit dem Return erfolgreich. Ist da früh dran wieder. Dobrandi spielt jetzt einen Tick schneller von der Grundlinie. Ist noch nicht durch mit dem Aufschlagspiel. Noch kein Matchball bislang für die Deutsche. Die letztes Jahr hier gegen Obrandi den ersten Satz noch verlor. Im dritten dann ganz klar mit 6-1 die Oberhand behielt. Danach sagte sie, das war auch mit Gottes Hilfe, dass ich das gewonnen habe bei den Problemen mit den Kontaktlinsen. Oh, starker Spin von Obrandi. Görges und nach knapp 65 Minuten steht sie also vor dem Einzug in die dritte Runde. Das wird ja auch erwartet von den Deutschen mittlerweile, von Kerber und Görges, dass sie diese Runde beim Grand Slam Turnier erreichen, was vor ein paar Jahren gar nicht Normalfall war. Und jetzt ist es auch passiert. Tja, und die Freude kann ich verstehen, das war eine ganz andere Julia Görges als noch in der ersten Runde. Hoffen wir, dass sie das konservieren kann auch für den nächsten Auftritt, denn dann folgt entweder Sam Stosur oder die unangenehme Chinesin Zheng Jie. Also da werden wir mal sehen, wie sich Stosur verkauft. Jetzt erstmal können wir feststellen,